Also, du bist jetzt kurz vor Kampf. Genau, stehen noch ein paar Kämpfe bevor. Und ja, die Aufregung steigt schon ein bisschen. Adrenalin pumpt durch die Adern. Aber ich bin ready, ich bin spritzig. Ich freue mich einfach auf den Kampf und das hinter mir zu haben. Schala, ein Sieg. Und wir sehen uns nachdem meine Hand hochgehalten wird. Ganz einfache Sache, Bruder. Ohne, wir haben Zeit. Wir können eh nicht ohne dich kämpfen. Bruder, du hast trainiert, richtig? Alles gemacht, was du machen konntest, um jetzt hier zu sein, Bruder. Du hast trainiert zweimal am Tag. Du hast richtig gegessen, du hast dein Gewicht gemacht. Du hast auf Sachen verzichtet, um hier zu sein, Bruder. Jetzt kommt nur noch an, nur Allah entscheidet, gewinnt oder verliert. Das akzeptieren wir, Bruder. Egal, was jetzt passiert, wir akzeptieren das. Wir sind ja Männer. Müssen wir und machen wir. Jetzt kommt der geilste Part, Bruder. Abliefern, Bruder. Schade. Abliefern. Ja, Bruder! Noch nie mal gesehen, ne? Noch nie mal jemand gesehen, warum es gesehen. Also ganz klar, wie es ist. Der Junge ist geisteskrank. Over bad cars, I smash the bar, it's just some motivation.
Abends geht an diesen Jungen. An diesen Jungen geht der Kampf. Auf jeden Fall, es war härter, als ich gedacht habe. Luft war ab dritte Runde ein bisschen. Also Luft war ein bisschen wenig da. Also für drei Runden hat es auf jeden Fall gereicht, aber am Ende so. Weil ich auch viel gehalten habe und viel gerungen habe, wurden meine Arme ein bisschen schwer. In der ersten Runde habe ich gut geboxt, aber danach habe ich ein bisschen den Fokus verloren und kam ein bisschen in diese Brawlerei. Dann habe ich versucht immer den Boden zu suchen, erfolgreich, aber das hat mich halt viel Kraft gekostet. Aber alles kommt von Gott und ich bin glücklich. Sieg ist Sieg irgendwo, aber man hätte es besser machen. Warte mal, er ist zu bescheiden. Hier gibt's keinen Sieg, ist Sieg. Das war einfach. Ey, ich hab in der Ecke zu ihm gesagt, ne? Ivan war dabei. Ivan! Alles da. Ich hab gesagt, ich kann dir nichts sagen. Du hast alles perfekt gemacht. Ey, Bruder, tuk, Kraft. Bruder, ich mach's ernst, ich kann mich selber nicht reinkommen, ne? Hohe Boden, Körper, alle, Bruder. Bruder, der war nicht nur mit Herr, der war mit Seele da. Wallahi, ich war mit Seele dabei, aber du hast alles nicht gemacht. War zwar nicht die erste Runde, aber trotzdem alle drei Runden dominant gewonnen. Mein Bruder. Ich bin am Käfig da am Stehen und ich sagte, du hast den so zugehabt. Ich sag, hoch, du hast so wie drei Etagen, hoch, manch noch höher. Und dann Wallah. Vierte Mal. Bruder, ab heute Alt in der Ringe. Alles Ivan zu verdanken. Guck mal, Bruder, guck mal. Ey, Elon, dreh dich um. Guck mal. Wrestling Team Germany, Bruder. Alles von ihm. Jetzt in drei Wochen nächster Kampf. Und da werde ich euch ein bisschen auch in den Vorbereitungen mitnehmen. Ernährung, alles etc. Wo ist der nächste Kampf? In Amsterdam. Danach wird... Also Holland wird richtig unsicher gemacht hier, ne? Oder Holland wird schon... Heute Eindhoven wird übernommen, jetzt Amsterdam. Löwe, mein Bruder. Ja, geht, Bruder. Egal, du hast schon deutlich gemacht. Du hast ihn dominiert. Okay, ich bin da. Ja, du bist schon. Ey, Alhamdulillah, Alter. Alhamdulillah. Das ist gekommen, oder? Bist du dumm? Ich hab von Anfang an gesagt, dass der Alten gewinnen wird. Und so ist es auch passiert, ne? Also ich unterstütze seine Meinung. Gut. Der hat auf jeden Fall gesagt, Alten wird verlieren. Ja, ich hab gesagt, der wird verlieren. Der hat uns natürlich vom Gegenteil überzeugt, der hat gewonnen. Ja, aber der kann man diesen Fleck wegmachen? Der schuldet uns jetzt einen. Was schuldet er uns? Ja, Bruder, ein dickes Essen, würde ich sagen. Ne? Ein dickes Essen auf dem Nacken. Duisburg auf Nacken. Wir sehen uns in Amsterdam, 8.7., da geht's nochmal weiter. Da sehen wir Alti nochmal auf der Bühne gegen Zova. Zova, mach dich bereit auf was. Mein Bruder ist heiß.